Haag in Oberbayern. Hier passiert etwas, was es so wohl noch nie in Bayern gab. Die Klinik muss für mindestens 3 Monate schließen. Grund: Personalmangel. Und zwar nicht nur wegen fehlender Pflegekräfte, sondern auch wegen fehlender Ärzte. Ein Schock für die Bürger von Haag. Was ich so gehört habe, sagt ja jeder, das ist eigentlich eine Sauerei. Das ist eine Katastrophe. Weil die alten Leute, die brauchen das. Das Krankenhaus ist gut. Es wäre halt nur schade, wenn das also wirklich dann geschlossen bliebe. Und ich glaube, dass da doch die Bevölkerung Angst vor hat. Ortswechsel. Das Münchner Uniklinikum Großhadern. Und dann kriegen wir noch eine Patientin von der Überwachungsstation zurück. Nach Tavi. Okay. Zurück. Und die entsprechenden Monitore setzen wir dann auch mit dran. Und dann sind wir wieder voll. Okay. Kardiologie. Planung der Bettenbelegung. Alltag für Assistenzärztin Stefanie Schwarting. Die Herzspezialistin muss sich viele Stunden am Tag um Bürokratie kümmern. 80% ihrer Zeit verbringt sie am Bildschirm. Ich glaube, wir haben in dem Wandel, den wir jetzt durchzogen haben in den letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahren mit der Digitalisierung, haben wir viele Aufgaben übernommen, ärztlicherseits, die vielleicht gar nicht so sehr ärztliche Aufgabe sind. So, guten Morgen. Durch immer mehr Anforderungen bei Dokumentation und Aufwand für Abrechnungen nach Fallpauschalen, da gibt es weniger Zeit für die Patienten. Dennoch können die großen Unikliniken das noch besser kompensieren. Sie leiden bisher nicht unter dem strukturellen Personalmangel. In kleineren Kliniken ist die Situation angespannter. Beispiel Weiden in der Oberpfalz. Hier sind aktuell 10 Ärztestellen unbesetzt. Viele Ärzte und Pflegekräfte fallen derzeit zusätzlich wegen Corona aus. Besonders schlimm ist es in der Notaufnahme. Inzwischen geht das sogar zu Lasten der Patientenversorgung, wie der Chefarzt sagt. Da müssen wir immer wieder Patienten in andere Krankenhäuser verlegen nach der Erstversorgung. Oder aber auch Patienten, die nicht unbedingt sofort versorgt werden müssen, also aufschiebbare Behandlungen letztendlich erfordern, die müssen dann entsprechend noch mal warten. Es ist nicht nur Corona. Das Problem seit vielen Jahren: Personalmangel. Im Klinikum Weiden wurden immer wieder auch Ärzte aus dem Ausland eingestellt. Doch auch die sind zurzeit schwer zu bekommen. In einer bundesweiten Umfrage geben 57% der Deutschen Ärzteschaft an, es gäbe bei ihnen im Haus Ärztemangel. Die durchschnittliche Arbeitszeit von Klinikärzten liegt derzeit bei über 50 Stunden pro Woche. 25% der angestellten Ärzte denkt über einen Berufswechsel nach. Recherche in der Schweiz. Wir treffen einen Arzt, der inzwischen eine urologische Station in einem Schweizer Klinikum leitet. Vor 6 Jahren hat er sich aus dem deutschen Klinikalltag bewusst verabschiedet. Wenn ich so zurückblicke, dann sehe ich in viele ermüdete Gesichter, die einfach gesagt haben, wir haben versucht, irgendwas zu verändern, aber es hat nichts gebracht und jetzt reißen wir einfach unsere Arbeit jeden Tag ab. Und das ist auf Dauer nicht gesund, auch für die Leute. Ne? Man hört dann von Erschöpfung, Burnout. Das Problem ist, dass die ständig wechselnden Administrationsleiter durch kurzfristige Effekte versuchen, Umsatz oder Rendite zu erzielen. Aber das Problem ist, es geht nie um Langfristigkeit. Der Arzt aus Deutschland ist froh über seinen Wechsel in die Schweiz. Auch er muss wirtschaftlich arbeiten. Doch es gibt einen besseren Personalschlüssel und weniger hierarchische Strukturen. Die Patienten seien zufriedener und darüber freut sich sein Team, genauso wie er selber. Aber vielen Dank jedenfalls. Auch er hat der Klinik den Rücken gekehrt. Markus Brandstetter ist HNO-Arzt in Rosenheim. Vor 5 Jahren hat er seine eigene Praxis aufgemacht. Er erlebte, dass es lukrative Operationen gibt und andere, die dem Krankenhaus wenig einbringen. Das System von Fallpauschalen sei dafür mitverantwortlich. Das bedeutet Druck auf allen Ebenen, vom Controller bis zum Arzt. Auch die Arbeitszeitbelastung in deutschen Kliniken für ihn auf Dauer nicht akzeptabel. Gerade jetzt zum Beispiel bei den Nachtdiensten, ja, die waren zumindest zu meiner Zeit dann auch nur zu, ich weiß nicht, glaube ich, 25 oder 50% vergütet.
Das Bundesgesundheitsministerium will aktuell mit einer Krankenhausreform die Situation verbessern, die Fallpauschalen überwinden. Das Ministerium geht nicht von einem Ärztemangel in Kliniken aus, im Gegenteil. Es gebe deutschlandweit zu viele Krankenhäuser. Auf Anfrage von Kontrovers verweist das Ministerium vor allem auf die Verantwortung der Länder. Zitat: Die Krankenhausplanung der Länder hat nicht verhindern können, dass Deutschland im internationalen Vergleich eine überdurchschnittlich hohe Zahl von Krankenhäusern, insbesondere von kleinen und wenig spezialisierten Krankenhäusern und Krankenhausbetten besitzt. Auch der Schweizer Chefarzt findet die Zusammenlegung von kleineren Krankenhäusern in manchen Fällen sinnvoll. Für ihn persönlich hat sich hier in der Schweiz die Lebensqualität deutlich verbessert. Es ist ein guter Mix. Ja, man braucht halt ein bisschen Abwechslung. Zurück an eine deutsche Klinik zieht ihn nichts.